Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einem neuen FIFA 23 Karrierevideo. Heute übernehmen wir den frisch aufgestiegenen FC Schalke 04 und befreien diesen auch irgendwo so ein bisschen von Franke Kramer. Schalke und Trainer waren ja in der Vergangenheit eh immer so eine Sache. Jedoch verstehe ich nicht, wieso man in der Zweitligasaison Gramozis für viel zu defensiven Fußball mit dem wahrscheinlich besten Kader damals in der Liga entlassen hat. Danach lief es auch für die restlichen Spieler, als Büskens übernommen hatte, mit ansehnlichem Fußball richtig gut und man ist sogar noch Zweitligameister geworden. Nur damit man jetzt also zum Bundesliga-Aufstieg irgendwie wieder einen Schritt zurückgeht und einen Gramozis-Type-Trainer holt mit Frank Kramer. Und ich meine, dass man mit offensiverem Fußball auch in der Bundesliga als Aufsteiger sogar Erfolg haben kann, das zeigt gerade vor allen Dingen letztjähriger Konkurrent Werder Bremen. Und an der Stelle kommen also natürlich wir ins Spiel und übernehmen den Laden. Jedoch wird das alles heute definitiv keine Sprint to Glory werden. Bedeutet also als Beispiel, das Hauptziel des Videos ist es nicht, den CL-Titel zu gewinnen. Genauso werde ich auch nicht permanent auf absolute Top-Talente hier in der Karriere setzen, sondern auch mal Spieler verpflichten, die vielleicht ein Potenzial von unter 80 haben. Ich würde das Ganze jetzt aber auch nicht realistische Sprint to Glory nennen, weil ich keinen Wert auf realistische Transfers legen werde. Dennoch haben wir für jedes Video dieser Art ein kleines Ziel. Für Schalke heute wäre das als Beispiel, dass wir diese zurück ins internationale Geschäft bringen. Also ungefähr da, wo sie waren, bevor der riesige Absturz kam, bis runter in die zweite Liga. Das heißt, internationales Geschäft, das wäre schon unser Ziel. Champions League, Europa League. Und wenn es gut läuft, vielleicht nochmal ein Pokalsieg. Und ich denke mal, damit ist alles erklärt, Freunde. Vergesst ihr da draußen nicht, den Daumen nach oben da zu lassen. Wenn ihr vor allen Dingen solche Art von Videos mehr sehen möchtet, vielleicht auch mehr als Sprint to Glories, Kommentar für den Algorithmus oder gerne auch mit Vorschlägen für weitere Vereine, mit denen ich solche Videos machen soll. Und zu guter Letzt Abo und Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und das hier ist die Schalke-Mannschaft zum Start der Karriere, Freunde. Was soll ich sagen? Ich glaube, für eine Aufsteigermannschaft in der Bundesliga eigentlich nicht verkehrt, aber für Schalke-Verhältnisse und gerade mit dem Ziel, langfristig in der Bundesliga bleiben zu wollen und für unser Video hier auch vielleicht nach oben zu kommen, ist diese Mannschaft, würde ich mal ganz vorsichtig behaupten, eher suboptimal. Wir wollen also kein 4-2-3-1, keine Dreierkette, Fünferkette oder sonst was spielen, sondern selber Fußball spielen in einem 4-3-3 mit einem 6er, 8er und 10er Mittelfeld. Flügelspielern ganz normal vorne eben, Stürmer, Viererkette, wie man es kennt. Das ist also ungefähr meine Idee, wie ich es mir vorstelle. Regel Nummer 1, Rodrigo Salazar spielt immer. Für mich persönlich bezeichnend für diese Idee, die ich hier mit Schalke in diesem Video umsetzen möchte, denn er ist nicht dieser typische Malocher, rennen, laufen, grätschen, ackern, arbeiten. Natürlich tut er das Ganze auch, aber es zeichnet ihn nicht aus. Salazar, super technischer Fußballer und genau dafür soll Schalke auch wieder mehr stehen. Und sorry an alle Simon Terodde-Fans, aber für mich persönlich ist das einfach dieser Prototype Zweitligastürmer, mit dem man einfach keinen Erfolg in der Bundesliga haben wird und deswegen werde ich den auch definitiv ersetzen wollen im Sturm. Ebenfalls werden wir auch mal, gerade wenn es sich für den Verein anbietet, und ich denke mal, das ist bei Schalke absolut gegeben, auch mal auf das Scouting setzen, vielleicht mal einen Spieler zu den Profis hochziehen aus der Jugend und da scouten wir jetzt also für die erste Saison in Frankreich und in Deutschland. Und damit fackeln wir also gar nicht lange rum und kommen zum endlich ersten Neuzugang. Manuel Riemann kommt vom VfL Bochum für 5,6 Millionen Euro. 33 Jahre zwar alt auf der Torhüterposition, aber ein saftiges Upgrade im Vergleich zu Schwolo, von dem ich persönlich gar nichts halte. In meinen Augen ist das ein mieser Fliegenfänger. Und den willst du auch nicht mal als Leihspieler haben. Ja, und den wollen wir auch nicht als Leihspieler haben. Haust rein! Harit habe ich von der Leihe zurückgeholt, den haben wir jetzt direkt verkauft für 9,7 Millionen, ich glaube so eine ähnliche Summe wollte Schalke auch im Sommer haben, so an die 10 Millionen Euro, die kriegen wir jetzt aber direkt nicht mit einer Leihe, Kaufpflicht, Kaufoption und so weiter, sondern direkt schönes Geld, 7 Millionen Euro aufs Konto, Crystal Palace nimmt hier in dem Fall Harit auf. Und damit wieder zurück zur Neuzugangsseite, da verpflichten wir als nächstes einen Stürmer aus Belgien, sein Name ist Dante Warsaer. Ich versuche jetzt auch in Zukunft mal Namen öfters richtig auszusprechen, ich habe mir gerade extra angehört, wie der Kollege ausgesprochen wird, ist ein 24 oder 25 Jahre alter Stürmer, Belgier, kriegt einen 5-Jahres-Vertrag, wir zahlen 3,2 Millionen und Sebastian Polter im Tausch, der hat glaube ich ein Potenzial von dem 79 oder 80, startet mit einer 74. Meine Hoffnung ist, dass Terodde jetzt schnell an Ratings verlieren wird und Warsaer seinen Platz sehr bald einnehmen wird. Neuzugang Nummer 3 kommt dann für die Innenverteidigung. Ein ehemaliges deutsches Talent, mittlerweile ebenfalls in Belgien am Spielen beim KAA Gent, nämlich Jordan Tuonariga, ehemaliger Hertha-Spieler, den wir hier wieder zurück in die Bundesliga auf Schalke holen. Einen letzten Transfer soll es
es aber noch geben, Freunde, nämlich einen Abwehrchef. Und den verpflichten wir aus Frankreich, vom RC Straßburg. 8,4 Millionen Euro zahlen wir für den 27-jährigen Alexander Djiku. Der hat, glaube ich, kaum Potenzial nach oben. Startet irgendwie bei einer 77 oder 78er Gesamtstärke. Aber es ist genau das, was wir eben brauchen. So einen schönen Abwehrchef, der vielleicht schon so an die 80er Gesamtstärke kratzt, der die Abwehr auch so ein bisschen leiten kann. Und das neue Innenverteidiger-Duo mit hoffentlich Jordan Torunariga bilden wird. Und damit steht also die erste Mannschaft in diesem Schalke-Rebuild, Freunde. Wir haben also Riemann im Tor anstelle von Schwolo. Wir haben in der Innenverteidigung Djiku und Torunariga anstelle von Kaminski und Yoshida war da, glaube ich, noch davor. Da haben wir, wie gesagt, das Dreier-Mittelfeld mit Krall, Salazar und Mollet. Wir haben Larsson als Flügel umgewandelt. Vom Stürmer hat er zwei Gesamtstärken dazu gewonnen von 74 auf 76. Also merkt euch das, Freunde. Auf dem linken Flügel Mohr und zu guter Letzt war es er vorne im Sturm. Wie gesagt, da der Plan theoretisch schon eine Gesamtstärke gesunken, dass er bald der Stammstürmer ist. Während der Saison haben wir dann auch die ersten stabilen Talente gefunden in unserer Jugendakademie, nämlich einmal Matti Hoffmann für die ZDM-Position mit 15 Jahren und bereits einer 62er Gesamtstärke und daneben Benjamin Kuhn, der ist Stürmer, aber bereits auch schon mit einer 68er Gesamtstärke, 17 Jahren und beide eben ein Potenzial in Richtung 94. Bei beiden habe ich dann jetzt aber auch die Position geändert und Benjamin Kuhn, Leute, ist einfach von einer 69er Gesamtstärke als Stürmer zu einer 78er Gesamtstärke als ZOM aufgestiegen und damit ist er jetzt schon mit 18 Jahren ein Kandidat nicht nur für den Profikader, sondern direkt für die Startelf bei den Profis. Ach ja, und bevor ich es vergesse, Hoffmann als Innenverteidiger plus 1. Mit Benjamin Kuhn im Profikader stand da für mich schon fest. Wir werden Florent Mollet definitiv verkaufen. 30 Jahre alt, eine Gesamtstärke gestiegen als ZOM. Und ja, da können wir jetzt eben noch ordentlich Geld mitmachen. Was dann aber auch nichts wurde, weil man sich das Kreuzband natürlich reißen musste. Nice. Zur Hälfte der Saison gab es da Nachrichten von unseren Leihclubs, mit denen wir am Arbeiten waren, nämlich einmal von Liverpool, dass die Sepp Vandenberg wieder zurückgeholt haben und auf der anderen Seite RB Leipzig mit Tom Kraus. Ist aber in beiden Fällen nicht so schlimm. Klar, der Kader wird ein bisschen dünner, aber sind jetzt keine Leistungsträger oder so gewesen. Deswegen werden sie auch zurückgeholt. Abseits davon gab es aber hier in dieser ersten Saison und auch kleiner Spoiler schon mal allgemein im Video jetzt nicht mehr so die großen Talente, die das Potenzial hatten, irgendwie bald zu den Profis zu kommen. Womit wir dann jetzt also beim Ende der ersten Saison angekommen sind, Juni 2023, Leute, schauen wir also rein, wie diese erste Saison von Schalke zurück in der Bundesliga lief, mit unseren Transfers noch dazu im Gepäck. Bin ich mal sehr gespannt, blicken wir also auf die Liga und auf den Pokal. Zuallererst die Bundesliga-Tabelle, Leute, und da war unser Ziel, den Abstieg zu vermeiden. Das haben wir mehr als nur geschafft mit dem 12. Tabellenplatz. Werder Bremen im Gegenteil, aber nicht, die sind als 17. direkt abgestiegen. Wir also auf der 12 liegen mit 41 Zählern, die magische 40-Punkte-Zahl also auch geknackt, um in der Bundesliga zu bleiben. Nach 34 Spielen, 10 Siege, 11 Unentschieden, 13 Niederlagen, 48 Tore, 55 Gegentore, Tordifferenz von minus 7. Ist aber, glaube ich, für so eine erste Bundesliga-Saison zurück, nachdem man letztes Jahr noch in der zweiten Liga echt teilweise riesige Probleme hatte. Ein großer Erfolg, wenn man auch wahrscheinlich nicht so viel mit dem Abstieg zu tun hatte, denn Hertha auf Platz 16 ist halt auch einfach 16 Punkte entfernt von uns. Im Pokal ging es dieses Jahr auch relativ weit, da sind wir bis ins Viertelfinale gekommen, bittere Pille, hätten vielleicht auch den HSV oder 1860 als Gegner bekommen können, am Ende wurde es Köln und die haben uns relativ knapp mit 1:0 geschlagen und damit sind die Pokalträume zumindest fürs erste Jahr dahin. Und das hier ist die Mannschaft, Freunde, zum Ende der ersten Saison. Wir haben also was sehr vorne im Sturm mit einer 77er Gesamtstärke, Kuhn bei einer 80, Salazar 75, Krall 78. Ansonsten Rest der Entwicklungen seht ihr ja. Aber wie auch schon mein Ziel es war, eben nicht nur Top-Talente zu verpflichten, haben wir jetzt hier auch kaum einen Spieler dabei, der irgendwie ein saftiges Plus von 4 oder 5 Gesamtstärken gemacht hat. Wir haben eben sehr, sehr viele Spieler dabei, die plus 1, plus 2, plus 3 Gesamtstärken gewonnen haben. Larsson zum Beispiel hat über eine ganze Saison plus 4 bekommen, was aber halt auch daran liegt, dass wir seine Position geändert haben und der dadurch ja schon alleine plus 2 hatte. Und ich würde auch mal sagen, das Ziel, ein bisschen offensiveren Fußball zu spielen, das haben wir alleine schon damit erreicht, dass wir zwei Spieler haben, die auf über 10 Scorer kommen, beziehungsweise sogar über 10 Tore. Vassar in dem Fall mit 16 Toren und 8 Vorlagen in der Saison und Larsson dahinter mit 10 Toren und 4 Vorlagen. Ansonsten auch Mohr mit 9 Scorern, Ovea mit 5 Toren. Rest der Scorer seht ihr ja, Freunde. Sowas würde ich vielleicht auch in den Videos mal öfters zeigen. Habt ihr daran Interesse, auch mal so in den Statistiken? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Für die zweite Saison wollte ich dann auf Schalke Armutsbasis so ein bisschen auf freie Spieler gehen, gucken, was es da gibt. Vielleicht einen Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, Sechser, Angreifer, irgendwas finden. Aber in den Listen war wirklich so gut wie gar nichts vorhanden. Und mal abseits davon, dass es immer noch ultra krampfhaft ist, hier in diesen freie Spielerlisten zu gucken, weil die ja nur bis so und so einen Buchstaben gehen, wenn zu viele Spieler in der Liste sind, habe ich das Ganze einfach irgendwann sein gelassen.
Hertha ist abgestiegen, Leute. Und ich habe mal ein bisschen in den Kader geguckt und habe mich so ein bisschen in Dodi Lukebakio verliebt. Wir verpflichten den Jungen also für 6,5 Millionen Euro hier auf Schalke für die Flügelposition. Ganz klare Sache, soll Mohr ersetzen, der ja, wie gesagt, von der Gesamtstärke sich auch gar nicht entwickelt hat. Klar, vielleicht neuen Scorer in der Bundesliga hinbekommen hat, aber trotz alledem sehe ich da Lukebakio schon als Upgrade an und als den Spieler, den ich da auch eher sehe auf dieser Position. Freunde, und jetzt der Oberhammer. Wir kriegen ein Angebot für Orian rein von Dortmund und die sind bereit 5,5 Millionen oder 5,7 Millionen und Youssoufa Moukoko im Tausch abzugeben. Und ich weiß, Leute, Dortmund, Schalke, Revierderby, Derby-Mentalität, Rivale und so weiter und so weiter, aber es ist Youssoufa Moukoko. Es ist eins der größten Talente im FIFA 23 Karrieremodus, eins der größten Talente in Deutschland und Dortmund ist bereit, dieses Talent an uns abzugeben. Und wer bin ich, dass ich jetzt Moukoko nicht abgebe? Das Einzige, was meine Bedingung war, ist, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Geld rausholen. Am Ende zahlt Dortmund nämlich 10,7 Millionen Euro und Moukoko im Tausch. Da habe ich mich auch ein bisschen drüber geärgert, weil wir wahrscheinlich noch mehr hätten verlangen können, aber auch damit war ich schon mehr als zufrieden. Und der Ersatz für Orian, Leute, es ist ein kleiner Traum. Er hat selber schon, glaube ich, öfters mal davon geredet, zurück in die Bundesliga zu kommen, vielleicht auch für Schalke zu spielen. Und es ist Robin Gosens, der jetzt also tatsächlich auf Schalke sein Debüt feiert. Wir verpflichten ihn von Atalanta Bergamo, wo er auch nur geliehen war, an Inter Mailand in dem Fall. Hatten da, glaube ich, noch Piringer und irgendwie 17, 18 Millionen oben drauf bezahlt. Aber für so einen Traum, den man sich erfüllt, beidseitig. Ich glaube, viele Schalker würden gerne Gosens auf Schalke sehen und genauso Gosens, wenn der Verein vielleicht besser läuft, auch mal irgendwann auf Schalke zu spielen. Und wir machen das Ganze eben hier jetzt perfekt und es sieht einfach nur geil aus. Abseits davon haben wir aber transfermäßig nicht wirklich viel geändert. Wir haben die Formation jetzt geändert auf ein 4-4-2, weil ich Moukoko nun mal jetzt einsetzen muss. Ich will ihn hochpushen, ich will davon profitieren, dass wir ihn von Dortmund bekommen haben. Wir haben Lukebakio und Larsson auf dem Flügel. Wir haben Kuhn, der jetzt also hier die Stammrolle übernimmt. Salazar, leider kein Platz in der Startelf, aber ich werde dafür sorgen, dass es trotzdem auf seine Einsatzzeiten kommt, Leute. Gosens also in der Linksverteidigung. Abseits davon eigentlich alles beim Alten. Ich wollte eigentlich auch die ganze Zeit die Rechtsverteidigerposition angreifen, tackeln mit Brunner, aber trotz alledem 75er Gesamtstärke ist nicht so verkehrt. Klar, die schlechteste Gesamtstärke neben Moukoko in unserer Startelf, aber da kann man, glaube ich, noch eine Saison drüber hinwegsehen. Talentemäßig war in der zweiten Saison klar, dass für die nächste Saison Matti Hoffmann definitiv zu den Profis hochgezogen wird. 16 Jahre alt, aber bereits eine Gesamtstärke von 70 als Innenverteidiger und das ist, würde ich mal sagen, mehr als stark. Und scheinbar hat Benjamin Kuhn auch noch einen Bruder, nämlich Felix Kuhn, der ist leider nicht so ganz talentiert. Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger, wahrscheinlich eher Rechtsverteidiger mit einer 63er Gesamtstärke. Potenzial ist jetzt nicht das krasseste und ich habe ihn auch, um ehrlich zu sein, nur verpflichtet, weil er halt Kuhn mit Nachnamen heißt. Damit also auch angekommen zum Ende der zweiten Saison dieses Schalke Rebuilds, Freunde. Wir sind angekommen, Juni 2024 und blicken wir also mal drauf. Wenig an der Mannschaft verändert. Heißt das also gleich auch wenig Fortschritt? Wenn wir uns in der Tabelle kaum bewegen, sind wir schon an den internationalen Plätzen dran. Das und vieles mehr, daneben natürlich noch der Pokal, gilt es jetzt herauszufinden. Und man könnte tatsächlich auch meinen, wenn wir sehen, Tabellenplatz 10, dass es kaum eine Steigerung war. Letzte Saison waren wir 12. diese Saison also 10. Aber ich sehe das Ganze positiv. Wir haben mehr Punkte geholt als im ersten Jahr. Wir haben eine bessere Tordifferenz als im ersten Jahr. Die Statistiken sehen, glaube ich, auch allgemein ein bisschen besser aus. Und dazu sind die internationalen Plätze, Platz 5 und 6 für die Europa League, lediglich 8 und 7 Punkte entfernt von uns. Das heißt, 2, 3, 4 Spiele müssten vielleicht ein bisschen anders aussehen und laufen. Und dann wären wir vielleicht auch für das internationale Geschäft qualifiziert. Aber dafür müssten wir die Mannschaft wahrscheinlich auch noch ein bisschen upgraden. Im Pokal ist Schalke wie immer echt nicht schlecht dabei. Dieses Jahr waren wir im Halbfinale, kriegen aber auch nicht den KSC oder so als Gegner, auch nicht RB Leipzig, sondern natürlich direkt die Bayern. Und auch hier verlieren wir aber wieder ganz, ganz bitter heim mit 1:0, wie letztes Jahr auch schon gegen Köln. Auch heim, auch 0:1, ganz, ganz bitter. Und das hier ist die Mannschaft zum Ende der zweiten Saison. Wir sehen als erstes für mich persönlich Riemann im Tor. Zwei Gesamtstärken verloren, bedeutet also, dass wir den definitiv für die nächste Saison ersetzen sollen. Aber auch schon wie zum Ende der ersten Saison sieht man viele Spieler, 0 plus 1 plus 2. Larsson ist so ein Kandidat, Lukebakio genauso, Gosens und so weiter und so weiter. Die einzigen zwei Spieler, die man da eigentlich so ein bisschen hervorheben müsste oder einzigen drei, die man hervorheben könnte, sind Kuhn, Moukoko und Wasser, die 3, 5 und 2 Gesamtstärken gestiegen sind. Einer dieser drei Namen verlässt uns jetzt aber zur Sommertransfer
Transferphase der nächsten Saison. Betis Sevilla schlägt nämlich zu für 29,5 Millionen Euro. Es ist nicht Benjamin Kuhn, es ist auch nicht natürlich Youssoufa Moukoko, sondern Dante Vassert, den wir jetzt also verkauft bekommen für fast 30 Millionen Euro, was ich mies stabil finde dafür, dass wir ihn im ersten Jahr für, lass es vielleicht mit dem Spieler zusammen 5 oder 6 Millionen gewesen sein, geholt haben und jetzt also für fast 25 Millionen Euro Gewinn verkauft. Nun wird es aber auch Zeit für das von mir lang ersehnte Rechtsverteidiger-Upgrade. Wir tauschen Brunner ein, 17 Millionen zahlen wir noch oben drauf für Raul Bellanova, der in der ersten Saison an Inter Mailand verliehen ist. Dann wieder zurück zu Cagliari Calcio kehrt. Ich kann heute auch manchmal nicht reden an manchen Stellen, I'm very sorry. Mit einer 78er Gesamtstärke, aber das lang ersehnte Upgrade auf alle Fälle für die Rechtsverteidigung. Und nun ein Transfer, der wahrscheinlich die Gemüter der Schalke-Fans ein bisschen spalten wird unter den Kommentaren, denn wir holen Alexander Nübel zurück. 27 Jahre alt, ich habe nach einem Torwart gesucht und er Vertrag lief eben aus, wir zahlen nur 17,2 Millionen, er hat glaube ich eine Gesamtstärke von 80, wir zahlen auch unter Marktwert und das, wie ich finde, ist ein sehr, sehr guter Deal. Klar, es gab die Geschichten damals auf Schalke, aber diesen vergessen, es ist ein neuer Schalke. Alexander Nübel hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt, ist definitiv reifer geworden, würde ich mal behaupten, als Keeper mit den Stammjahren auch bei Monaco und hier holen wir ihn also wieder zurück auf Schalke und er soll dann wahrscheinlich auch bleiben und nicht nochmal zurück zu den Bayern gehen. Ach ja, weil ich es in der zweiten Saison vergessen hatte, für die dritte Saison scouten wir in neuen Ländern. Deutschland bleibt für mich die eine Konstante, aber dieses Mal daneben die Niederlande. Und da haben wir auch den nächsten Neuzugang. Es ist Mario Vuskovic. Ich bin mir nicht sicher, ob der HSV abgestiegen ist oder aufgestiegen. Für mich beides ein Grund, da mal zuzuschlagen. Ein sehr, sehr talentierter Innenverteidiger, Kroate. 76er Gesamtstärke ist zwar kein direktes Upgrade, aber mit dem Potenzial, was er mitbringt, wird er dann hoffentlich auch die neue Innenverteidigung zusammen mit Torunariga bilden. Denn ja, ihr habt richtig gehört, Freunde, ich werde Torunariga nicht verkaufen, sondern Alexander Djiku, natürlich der Kandidat von beiden, der älter ist, der kein Potenzial mehr hat, der wahrscheinlich auch nur in den nächsten Jahren schlechter werden würde. Wir verkaufen ihn hier in dem Fall in RB Leipzig für 20 Millionen Euro, haben da natürlich nicht den dicken Profit gemacht, weil wir selber, glaube ich, 8,4 Millionen bezahlt hatten, aber mehr als das Doppelte bekommen, was wir damals bezahlt hatten, ist, glaube ich, auch ein guter Deal und wie gesagt, mit Vuskovic sind wir da auch schon gut eingedeckt als, ja, Ersatz, genau. Einen letzten Transfer zauber ich aber noch wie Houdini aus dem Hut, nämlich von mittlerweile Olympique Marseille, wo er spielt, ich glaube eigentlich von Nottingham Forest, nämlich Brennan Johnson. 12,5 Millionen Euro zahlen wir plus Jordan Larson im Tausch. Ich bin darauf gekommen, weil Rabbi Matondo ja damals Waliser war und auch Johnson ist Waliser und irgendwie habe ich da so die Parallelen gesehen und dachte mir, komm Leute, fuck it, we go for it, auch wenn es wie gesagt nicht das realistischste aller Zeiten ist, aber trotz alledem von Marseille verpflichten wir also Brennan Johnson mit auch der Hoffnung, wie gesagt, dass wir langfristig jetzt vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren uns international qualifizieren und sich der Wechsel für den Jungen dann auch gelohnt hat, hier auf Schalke. Und das ist also die Mannschaft für die dritte Saison des Schalke Rebuilds. Wir kehren zurück zum alten 4-3-3 aus der ersten Saison. Moukoko als alleinige Spitze. Salazar kehrt ebenfalls zurück ins Dreier-Mittelfeld neben Kral und Kuhn. Luke Bakio und Johnson die neuen Flügel. Bellanova unser neuer Rechtsverteidiger. Vuskovic das neue Innenverteidiger-Duo mit Torunariga. Nübel im Tor. Gosens in der... Gosens, sag ich auch. Oh, Leute, was ist denn los heute? Gosens in der Linksverteidigung. Und den Rest der Mannschaft seht ihr. Und ich sag auch gar nichts mehr, weil ich mich sonst nur tausendmal weitere Male verspreche. Deswegen, Freunde, das ist die Mannschaft für die dritte Saison. So viel sage ich jetzt noch. Wie gesagt, was die Talente angeht, war es sehr arm. Da musste ich, habe ich natürlich reinguckt, aber muss ich euch nichts zeigen, weil es halt, wie gesagt, sehr, sehr traurig war. Da habe ich auch eigentlich gelesen unter dem gestrigen Video über den FIFA 23 Karrieremodus, dass es allgemein wohl ein bisschen öfter vorkommt, dass man zwar Top-Talente, also Top-Scouts hat, aber kaum Top-Talente findet. Weiß ich nicht, Freunde. Falls ihr dazu Erfahrungen habt, schreibt sie auch gerne unten rein in die Kommentare. Jetzt kommen wir aber zu den Ergebnissen der dritten Saison im Juni 2025. Und tatsächlich, Leute, Schalke ist back im internationalen Business. Wir sind am Ende der Saison Tabellenplatz 6, 58 Zähler auf dem Konto. Eine absolute Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir, glaube ich, 45 Punkte oder so hatten. Wie gesagt, Leute, 10 Punkte mehr machen da schon wirklich einiges aus und bedeuten also, dass wir auf Platz 6 uns für die Europa League qualifizieren. Hinter Leipzig, Wolfsburg, Frankfurt, Dortmund und Bayern. Also auf Platz 6 und damit seit keine Ahnung wie vielen Jahren zu dem Zeitpunkt hier in der Karriere. Aber ich schätze mal so bestimmt 6 oder 7 Jahre, die es her sind. Im Jahre 2025. Wenn wir so ein bisschen aus der Zukunft das Ganze betrachten, müsste es 6 oder 7 Jahre her sein, dass Schalke in dem Fall zuletzt international, damals glaube ich Champions League gespielt hat. Und noch viel geiler ist dann, dass wir den DFB-Pokal tatsächlich ebenfalls gewinnen konnten. Da weiß ich aber ganz genau, dass Schalke zuletzt das Ding im Jahre 2011 gewonnen hatte. Damals noch mit Raoul und Draxler und Co. Ich glaube Ralf Rangnick war sogar Trainer. Und wir schaffen das Ganze ebenfalls auch mit einem relativ leichten Los im Finale. Damals war es Duisburg. Heute ist es für uns der VfL
Bochum, den wir im Finale als Gegner hatten, 2:1 gewonnen, 3:1 gegen Dortmund auch noch im Viertelfinale des Pokals gewonnen, Bielefeld dann im Halbfinale mit 3:2 knapp geschlagen und dann auch im Finale nicht mit Ruhm bekleckert, mit 2:1 gewonnen, aber es ist der erste Titel seit, wie gesagt, 14 Jahren zu dem Zeitpunkt hier in der Karriere für Schalke und es ist wieder der DFB-Pokal und damit auch für mich ein weiteres Ziel abgeschlossen, nicht nur international qualifiziert, sondern eben auch einen Titel mitgenommen, der wahrscheinlich am realistischsten für Schalke in der Zukunft wäre, nämlich der DFB-Pokal. Und das hier ist sie also, die Mannschaft, die den Pokal gewonnen hat und sich fürs internationale Geschäft qualifiziert hat. Ich bin mehr als so zufrieden. Wir haben bis auf zwei Spieler eine 80er Gesamtstärke im Kollektiv. Torunariga mit einer 78 und okay, Salazar hätte vielleicht die 80 schon gepackt, wenn er letzte Saison gespielt hätte. Abseits davon aber Moukoko bei einer 83, Johnson 82, Kuhn, Gosens, unsere beiden besten Spieler mit einer 84, Nübel auch plus 3 auf eine 83er Gesamtstärke. Und diese Mannschaft wird also nächstes Jahr in der Europa League spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch was sich noch ändern kann, weil eigentlich habe ich die Mannschaft auch schon so ein bisschen in mein Herz geschlossen, aber wir müssten wahrscheinlich noch die ein oder andere Position upgraden, damit wir nächste Saison vielleicht auch noch mehr hinbekommen als nur Platz 6 und auch in der Europa League mehr als nur die Gruppenphase überstehen. Zurück in alten Zeiten haben wir jetzt also ein Transferbudget von 57 Millionen Euro für die vierte Saison. Ich glaube, Schalke in seinen besten Zeiten hatte auch so 30, 40 Millionen Euro Transferbudget in FIFA. Der erste Verkauf für die vierte Saison ist Alex Krall, den wir hier in dem Fall an West Ham United verkaufen. Für 29,4 Millionen, 30 wollten sie nicht zahlen. Sie haben auf diese 29,4 beharrt und dann akzeptieren wir das Ganze auch, weil es auch eine gute Summe ist für Krall, auch wenn er natürlich schon 20 wert ist. Aber großartig wird sich der mittlerweile 27-Jährige auch nicht weiterentwickeln. Wir haben Freude an Geschäften mit Betis Sevilla. Die holen einen weiteren Spieler von uns. Dieses Mal sogar für mehr Geld, für 37,6 Millionen Euro. Und Trommelwirbel bitte, das Ganze ist Dodilo Kebakio, der uns bereits nach einer, zwei Saisons verlässt. Hier in dem Fall mit der 80er Gesamtstärke, 22,5 Millionen wert. Und ich finde, da haben wir einen richtig geilen Deal gemacht, wenn man noch überlegt, dass wir damals 6,5 Millionen Euro für ihn bezahlt haben. Und jetzt also wieder ein absoluter Star-Transfer, Leute. Aber sowas muss vielleicht auch sein für eine vierte Saison, für internationales Geschäft, für einen noch besseren Bundesliga-Platz. Wir holen Serge Gnabry. Der hat nur eine 84er Gesamtstärke, ist auch mittlerweile fast schon 30 Jahre alt. Wird bei Bayern, glaube ich, nicht Stammspieler sein mit dieser 84er Gesamtstärke. Oben drauf kommt noch, dass sein Vertrag auslief. Und da schlagen wir also zu, für knapp über 30 Millionen Euro kriegen wir aber einen deutschen Nationalspieler. Und ja, ich weiß, einige Schalker werden schon den Herzinfarkt nach Nübel, Comeback und Moukoko bei Schalke bekommen haben. Aber jetzt holen wir noch einen weiteren Dortmund-Spieler. Aber es hat sich einfach so gut angeboten, Leute. Was sollte ich sagen? Der Vertrag lief aus. Er passt wirklich gut zu uns. 29 Millionen Euro zahlen wir nämlich für Sally Özcan. Ich war auf der Suche nach einem Sechser und bin dafür nicht geworden. War die ganze Zeit mit mir selber am Hin und Her überlegen, sollen wir jetzt hier die dritte Aktion bringen, die gefühlt Schalke-Fans ins Koma bringt. Aber naja, sei es drum, Leute. Deswegen meinte ich auch, ich will hier keine realistischen Sprint-to-Glories machen oder die so nennen, weil ich eben nicht auf Realismus achten möchte, sondern mehr darauf achten möchte, dass wir einfach coole, kreativere Videos bringen, als einfach nur Sprint-to-Glory, Top-Talente und am Ende Champions League gewinnen, sondern vielleicht auch mal mit kleineren Zielen und Spielern, die man nicht in jeder Sprint-to-Glory holt. Für die Innenverteidigung, es sollte nämlich unbedingt ein neuer Abwehrchef kommen. Das war mein eigentliches, einziges Ziel für diese neue Saison. Das wird Benjamin Pavard, der hier in der Karriere bei Barcelona spielt, immer noch Rechtsverteidiger ist und mein Plan war dann natürlich, seine Position vom Rechtsverteidiger zum Innenverteidiger zu ändern und dann hoffentlich auch ein schönes Plus in seiner Gesamtstärke zu sehen. Zuerst gab es das Ganze auch für Gnabry von 84 auf 86er Gesamtstärke vom RM zum linken Flügel und daneben habe ich das Ganze natürlich auch, wie schon gerade eben angekündigt, bei Pavard durchgezogen, vom Rechtsverteidiger zum Innenverteidiger und da steigt er ebenfalls um zwei Gesamtstärken von 82 auf 84. Und da haben wir sie jetzt also, Leute, die finale Schalke-Mannschaft für dieses Video mit Gnabry auf dem linken Flügel, Moukoko vorne im Sturm, Johnson auf dem rechten Flügel, Kuhn, Salazar und Özcan im Dreier-Mittelfeld gespannt. Viererkette mit Gosens, Vuskovic, Pavard und Belanova und zu guter Letzt Alexander Nübel im Tor. Also ich muss echt sagen, wie gesagt, mit der Idee, nicht nur auf Top-Talente zu gehen, nicht hier eine Sprint-to-Glory zu machen, bin ich echt unfassbar zufrieden mit dieser Mannschaft. Würde nicht sagen, dass alles hier definitiv in der Realität passieren kann, aber wenn eben ein Verein wie Schalke sich vielleicht wieder besser entwickelt, dann könnte eine Mannschaft auch so ähnlich mal vielleicht in 5, 6 Jahren aussehen. Okay, vielleicht nicht mit Gnabry und Moukoko, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte.
Und damit kommen wir zum Abschluss des Videos, zum Abschluss der letzten Saison, Juni 2026. Wie lief es also für Schalke in der Bundesliga, in der Europa League, im Pokal, so wollte ich es eigentlich eher sagen, zuerst Pokal, dann Europa League. Das und vieles mehr finden wir jetzt also nochmal heraus. Tatsächlich waren wir über weite Strecken in dieser Bundesliga-Saison sogar im Meisterschaftskampf mit involviert. Am Ende des Tages konnten wir aber leider nicht verhindern, dass RB Leipzig die Meisterschaft holt. Das ist ein bisschen bitter, aber abseits davon ist es für uns wieder mal eine Steigerung. Von Platz 6 auf Platz 3 für die Champions League qualifiziert, 70 Zähler geholt, punktgleich mit den Bayern. Das ist vielleicht ein bisschen bitter, da hätten wir wenigstens sogar noch Zweiter werden können. Aber trotzdem ist es genau das, was ich eben in diesem Video erreichen wollte. Wir haben den DFB-Pokal geholt, wir haben uns für die Euroleague qualifiziert, an der Euroleague teilgenommen und jetzt also für die kommende Saison in der Champions League. Und ich denke mal, selbst wenn ich jetzt nicht mehr Schalke-Trainer wäre und man jetzt 5 Jahre in die Zukunft simulieren würde im Karrieremodus, wäre diese Mannschaft wahrscheinlich jetzt oben etabliert. Der DFB-Pokal war dieses Jahr dafür eine kleine Enttäuschung. Wir sind direkt in der ersten Runde, die es eigentlich gab, Runde 2 für uns, gegen Werder Bremen ausgeschieden. Aber auch das soll es mal geben, dafür, dass wir den Pokal dieses Jahr gewonnen haben oder letztes Jahr gewonnen hatten. Ist halt nun mal das Titelverteidiger-Syndrom, dass man gerne halt auch mal früh ausscheidet. Und nun also noch die Europa League, Leute. Und was soll ich sagen? Zuerst war ich eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden, dass wir ins Halbfinale gekommen sind. Leider keine Eurofighter 2.0 Story erlebt haben. Aber Freunde, jetzt wo ich sehe, dass Inter Mailand gegen Dortmund im Finale gespielt hat, war es umso bitterer für uns, dass wir im Halbfinale genau gegen dieses Inter Mailand geflogen sind. Weil wie geil wäre es eigentlich gewesen, wenn wir so ein Europa League Finale als Revierderby erleben würden. Dortmund gegen Schalke, das hätte ich auch sowas von safe selber gezockt, Freunde. Bittere Pille, das hat mich dann irgendwie geärgert, wo ich gesehen hatte, wir sind gegen Inter rausgeflogen. Ja, okay, mein Gott, kann passieren, gerade mit einem 3:2, sehr, sehr bitter. Aber als ich dann gesehen habe, Dortmund im Europa League Finale, hat es mich doch umso mehr geärgert, dass wir es nicht irgendwie gepackt haben, weil das einfach zu geil gewesen wäre. Ein letzter finaler Blick auf die Mannschaft, Leute. Wir haben also Gnabry mit einer 86er Gesamtstärke, Mokoko ebenfalls, Johnson 84, Kuhn 85, Zaza hat es geschafft, nicht auf die 80er Gesamtstärke zu kommen, aber sei es drum, Leute, sei es drum, was willst du machen? Wie gesagt, ich glaube, die eine Saison, wo er viel auf der Bank gesessen hat, hat uns ein bisschen geschadet. Özcan auch gestiegen, 84, Gosens sogar nochmal auf eine 85, Vucevic 82, Pavard als Abwehrchef mit einer 85, Belanova 81, Nübel 84 und den Rest des Kaders, den könnt ihr ja selber sehen. Auch mit dem Bruder von Sané, der da permanent auf der Auswechselbank war, mit einer 71er Gesamtstärke. Bostwan, der zurückgekommen ist. Çalhanoğlu mit einer 72. Aydin 75. Also die Talente haben sich auch relativ ordentlich entwickelt für eben Kaderoptionen, die man auch mal einwechseln kann und so weiter und so weiter. Und das soll es also gewesen sein, Leute, mit diesem Video. Schalke wieder zurück, nicht nach oben, ganz oben zu bringen, nicht zum Champions League-Titel zu bringen, sondern eben genau da, wo sie waren, bevor der riesige Absturz kam, bis runter in die zweite Bundesliga. Freunde, ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und hoffe, diese Art von Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen möchtet, eskaliert gerne mit dem Daumen nach oben, Abo, Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen, Kommentar für den Algorithmus oder gerne auch mit Vorschlägen für weitere Videos dieser Art, vielleicht mit dem VfB Stuttgart als nächstes, die ja auch den Trainer Materazzo jetzt vor kurzem entlassen haben. Eigentlich, ja, jetzt werden einige Leute sagen, habe ich nicht Stuttgart gemacht, aber wo ich das Video hier aufgenommen habe, war das noch nicht klar und da war Kramers Stuhl noch viel wackeliger als der von Materazzo. Da hieß es noch, oh, Materazzo, wir gehen mit dir in die zweite Liga. Aber so viel dazu, Freunde. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bis dahin, in alter Frische sehen wir uns. Haut rein. Ciao.